bin heute bei Dagmar Knieser in Brixen im Südtirol. Draußen hat es irgendwie 32 Grad, wahnsinnig heiß. Biertrinkzeit. Biertrinkzeit. Ja, ja. Und du hast eine Brauerei hier in Brixen. Ja. Seit wie lange schon? Seit genau 3 Jahren. Wir sind noch im Aufbau, aber es läuft ganz gut. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich habe immer schon gerne gutes Bier getrunken. Mir lag eigentlich an der Biervielfalt, die hier mal bekannt zu machen, weil ja doch weitenteils immer noch viel Standardbier getrunken wird, viel Industriebier. Mhm. Ich bin mit Craft Beer das erste Mal in den USA in den 90er Jahren in Kontakt gekommen. Und da war ich sehr erstaunt, was da alles möglich ist. Dass es mir auf meiner Suche nach einer Geschäftsidee, um mich irgendwo selbstständig mal hier verwirklichen zu können, ist mir das wieder eingefallen. Vor allen Dingen, weil bei mir im Kühlschrank Biernotstand herrschte in dem Moment und ich mich in dem Moment auch wahnsinnig geärgert habe, dass ich ins Auto steigen muss, um irgendwo außerhalb in den Wirtshausbrauereien nach einem guten handwerklich gebrauten Bier zu suchen. Und dann ist mir eben klar geworden, Brixen als Kleinstadt, aber immerhin wichtiges Zentrum in Südtirol, sollte sowas eigentlich mittlerweile auch haben. Du kommst ja eigentlich aus dem Bierland, du bist ja eigentlich aus Deutschland. Ich bin eigentlich aus Baden-Württemberg. Es gibt viel Wein, es gibt aber auch Bier. Ist schon immer Bier getrunken worden gerne und insofern passt die Grundlage schon. Und ich weiß zumindest, wie ein gutes Bier schmecken muss. Ja. Das ist mal die wichtigste Voraussetzung. Ja. Ich habe dann auch ein Biersommelier, Diplom-Biersommelier gemacht. Zusammen mit meinem jungen Brauer entwickle ich mich ja auch immer wieder ein bisschen weiter und ist sehr spannend, ja. Aber hast du den am Anfang selber gebraut oder hast du es immer Nein, nein, ich habe immer jemanden Professionellen gehabt, weil ich gesagt habe, an der Qualität, die muss passen. Ja. Wenn ich mich schon in dieses Metier begebe, was ja auch recht investitionslastig ist, dann muss die Qualität vom Bier passen und die muss stabil sein. Und da brauche ich jemanden, der das wirklich gelernt hat und weiß, was er tut. Ja. Und das habe ich mir immer geleistet. Den Rest mache alles ich. Die Bierbetreuung mache auch ich. Ja. Wenn der Braumeister oder die Braumeisterin weg ist, übernehme ich das. So viel habe ich schon gelernt. Ja. Und das ist auch das Schöne, das Praktische. Ja, ja. Die Büroarbeit ist nicht so spannend. Nee. Ist viel, aber nicht spannend. Nee. Ja. Dann schauen wir uns jetzt auch nicht das Büro an, sondern mal deine Brauerei. Absolut, ja, würde ich auch sagen. Komm rein in die gute Stube. Das ist unser Braublock. Jawohl. Das ist ein 3-Kammer-System, 5-Hektoliter-Anlage. Okay. Und wir haben hier den, auf der linken Seite haben wir den Maischebottich. Ja, ja. Mit einem Fallrohr für das frisch geschrotete Malz. In einem Sack wird das hier unten das geschrotete Malz aufgefangen, wird dann hier in den Trichter gegeben. Ah, und dann saust du runter. Und dann haben wir hier durch dieses Loch hier im Boden haben wir das Fallrohr, was dann direkt in den darunter liegenden Maischebottich ist. Auf der rechten Seite haben wir im oberen Teil den Läuterbottich. Jawohl. Und hier unten im unteren Teil haben wir den Whirlpool. Ah, das läuft dann runter. Genau. Ja. Und dieses 3-Kammer-System erlaubt uns, dass wir eine Kammer immer als Pufferzone benutzen können, sodass wir quasi mit einer ganz geringen Zeitverschiebung 2 Sude parallel kochen können. Sehr schön. Ja, und das ist hier unsere halbautomatische Steueranlage in der Mitte, wo wir eine Einmaischautomatik haben. Alles andere wird händisch gemacht. Du siehst hier ganz viele Hebel und Pumpen. Alles wird händisch eben gemacht. Ja, dann haben wir unsere Gär- und Lagertanks. Das sind gerade einige. Ja, das sind 16 Tanks. Boah. 11 davon sind 500-Liter-Tanks, also wo ein Sud reingeht genau. Die Kapazität einer Brauerei wird in der Regel durch die Anzahl der Tanks und die Größe der Tanks festgelegt. Deswegen, da wir ja auch 8 verschiedene Sorten machen, brauchen wir eben so viele Tanks, damit wir eben die Biervielfalt auch immer anbieten können. Dann haben wir 3 größere Tanks, das sind 1000-Liter-Tanks. Die haben wir für BioHell uns angeschafft, weil das doch unsere stärkste Marke im Moment ist. Das sind doppelwandige, gekühlte Gär- und Lagertanks. Das heißt, wir müssen nicht umpumpen. Ja. Ja. Wir haben die erste,
die erste Hauptgärphase. Und wenn diese gute Woche Hauptgärphase vorbei ist, das heißt, der Plateaugrad hat sich dann, nachdem die Kurve ziemlich steil absinkt, irgendwann hier unten eingependelt. Dann drehen wir das Blatt um und wir können das Bier in diesen Tank in Kühlung geben. Und dann fängt die Lager- und Reifezeit an. Und da bekommt das Bier dann noch einmal mindestens 4 Wochen Zeit. Dann wird zwischendurch natürlich immer das Bier verkostet. Und wenn das Bier dann bei der letzten Verkostung passt, dann wird es abgefüllt. Ja. Und zwar in ganz kleine Fassgebinde von 10 und 20 Liter. Die 10 Liter Fässer benutzen wir für die Spezialbiere, weil unsere Biere sind ja alle nicht gefiltert, nicht pasteurisiert, ohne künstliche Zusätze, die die Haltbarkeit irgendwie verlängern würden. Das heißt, es ist Frischbier. Und um diese Frische auch am Zapfhahn in den Restaurants, bei unseren Kunden zu gewährleisten, kleine Fässer, die innerhalb von 3-4 Tagen leer zu kriegen sind. Ja. Ja. Das ist die Philosophie dahinter. Das kommt gut an, wird gut angenommen. Was hast du denn vorher gemacht? Ich habe immer gerne mal einen Job gewechselt. Okay. Nicht, weil es mir nicht gefallen hätte, sondern weil ich nach 5-6 Jahren meistens den Eindruck bekommen habe, es gibt noch so viel mehr Interessantes im Leben, dass es zu schade, nur eine Sache im Leben zu machen. Finde ich gut. Karriere macht man so zwar nicht, gell? Nee. Das ist nicht drin, aber es bleibt spannend, ja. Bis jetzt habe ich es mal nicht bereut. Ja. Ganz toll.